Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den, ich glaube, ersten, ne? Fenty Beauty Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. 139,95 kostet er und er enthält tatsächlich auch nur 12 Boxen. Aber Fenty Beauty ist relativ hochpreisig, deswegen hoffe ich, dass die hier auch wirklich gute Produkte reingepackt haben. Hoffentlich nicht irgendwelche Proben oder so, das würde ich nämlich bei dem Preis gar nicht gut finden, vor allem, weil wir ja nur 12 Boxen haben, ne? Und ja, er schaut sehr poppig aus, das sieht jetzt nicht ganz so weihnachtlich aus oder so. Ich habe den bei Sephora bestellt und setze euch den Link auch gerne in die Infobox. Und so schaut er aus. Also weihnachtlich ist es nicht. Man konnte online auch sehen, was drin ist. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe ihn einfach direkt bestellt, weil ich dachte, oh ja, Fenty Beauty Adventskalender, here we go. Solche Adventskalender kannst du zum Beispiel vom 1. bis 12. Dezember aufmachen oder jeden zweiten Tag. Und hier habe ich jetzt die Nummer 1. Es fängt schon mal richtig gut an mit einer Mascara. Und zwar ist das die neue Hella Thick Mascara in einer Full Size. 10 ml haben wir hier drin enthalten. Ich muss gestehen, dass ich die schon mal ausprobiert habe und leider nicht ganz so begeistert davon war. Aber ich finde es an und für sich super, dass die hier in die 1 auch direkt eine Mascara packen und dass es eine Full Size ist. Also das spricht schon mal sehr, sehr positive Vibes für den Adventskalender aus. Die Nummer 2. Ich denke, dass wir hier auch Skincare drin finden werden, denn wir haben ja auch Fenty Skin und das habe ich noch gar nicht so wirklich ausprobiert. Oh, wir scheinen hier eine weitere Full Size drin zu haben, aber sehr leicht. Und zwar, oh, das ist nur das Case, okay. Ja, sie hat ja auch diese Lippenprodukte rausgebracht. Hoffentlich finden wir noch in einem weiteren Kläppchen dann auch das dazugehörende Lippenprodukt. Bei einem 140-Euro Adventskalender finde ich das aber ehrlich gesagt blöd. Muss ich ehrlich sagen. Nee, also das hätte man dann in ein Kläppchen packen können, oder? Wie seht ihr das? Hat aber auch seinen Wert. Also davon mal ab. Der 3. Dezember, denn selbstverständlich auch mit dabei, ist die Nummer 3. Hier haben wir ein Pöttchen von Fenty Skin drin. Und zwar Instant Reset Overnight Recovery Gel Creme. Das ist eine Nachtcreme, finde ich cool. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, um euch dazu was sagen zu können. Eine ganz, ganz schmeichelnde Verpackung mag ich sehr gerne von der Haptik her, ne? Und das, oh, sieht sehr interessant aus. Riecht so nach angenehm, ne? Also ein bisschen fruchtig, hätte ich jetzt gesagt. Cool. Hier haben wir die Nummer 4. Und hier drin befindet sich ein Fenty Heat. Oh, die sind ganz cool, ne? In der Farbe Lemon Lava kannst du im Prinzip zu allen möglichen Looks tragen, ne? Das ist auch mit einem leichten Champagner-Goldschimmer. Und das finde ich ehrlich gesagt cool, muss ich sagen, weil das, ja, Rot und Gold steht halt für Weihnachten, deswegen macht das wirklich Sinn, sowas, also so eine Farbe in den Adventskalender zu packen und das scheint auch eine Full Size zu sein, ne? Was ist das denn hier? 9 ml, ja, denke ich doch mal, ne? Direkt daneben befindet sich die Nummer 5. Ein Tübchen und zwar Flash Nap Instant Revival Eye Gel Cream. Das finde ich ja toll. 15 ml, also da kann ich wirklich mal komplett mich durch die Fenty Skin Geschichte durchtesten. Gut, also auch als Größe mag ich das gerne. Ne? 30 ml von der Creme finde ich okay, 15 ml von der Augencreme sowieso, weil das dürfte dann ja auch schon fast eine, oder ist eine Full Size, ne? Doch, also macht einen ganz guten Eindruck, abgesehen von dem leeren Case, was hoffentlich noch befüllt wird. Die sehr kleine, aber hoffentlich feine Nummer 6. Hier müssten wir dann den Lippenstift drin haben. Und das ist eine wirklich, ja, das ist eine ganz tolle Farbe. Das ist so ein schönes Weihnachtsrot, ne? Das mag ich ja gerne leiden. Welche Farbe bist du denn? The MVP. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den habe. Auf jeden Fall macht man das ja in dieses Case dann rein und dann hast du da so einen vollen Lippi, was ich cool finde. Aber ich muss nochmal nachgucken, weil ich habe einige von den kleinen und ich glaube, genau die Farbe habe ich schon. Die Nummer 7. Oh ja, wir haben ja auch Base-Produkte von Fenty Beauty drin und zwar Cream. Cheeks Out in der Farbe 02 Petal Poppin 3 Gramm. Ich denke, das ist so eine Travel-Size. Ja, ne? Weil Full Size dürfte ja noch größer sein. Richtig geil. Wir haben so einen Cream Blush. Das finde ich ganz, ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe noch nicht wirklich von Fenty Skin diese Cream-Produkte. Und die sollen laut Kati ja richtig geil sein. Meine ich jedenfalls, dass sie da immer so von schwärmt, oder? War die nicht so eine Fenty Beauty-Loverin? Vor allem von den Lippenprodukten. Da habe ich, ja, ich putze das hier mal eben ab. Da habe ich ihr schon mal was nachgekauft tatsächlich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht.
Oh, den habe ich, der ist gut. Das ist so ein Eyeliner von Fenty Beauty, auch in der Full Size, ne? Der Flyliner Longwear Liquid Eyeliner. Yo, finde ich großartig, mag ich sehr gerne. Ich glaube, der hat so eine Pinselspitze, oder? Nee, das ist keine Pinselspitze, dann verwechsel ich den mit irgendeinem anderen. Aber den habe ich da und finde ich cool. Also vor allem auch hier eine Full Size dran zu haben, mag ich gerne leiden. Ich glaube, in der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über Pflege freuen, weil sich das so schwer anfühlt. Jo, das habe ich schon mal ausprobiert. Das ist eins von den Fenty Skin Produkten, die ich leider nicht mag. Und ich habe nur das ausprobiert bislang von denen. Das Fat Water Pore Refining Toner Serum. Das findet Maxim toll. Ich mag es aber gar nicht. 50 ml haben wir hier drin. Ich finde, das fühlt sich zu schwer auf der Haut an. Für mich ist ein Toner ja auch so eine Übergangsschicht, ne? Dann zum Serum hin. Aber das mochte ich jetzt nicht so gerne leiden. Aber cool, dass es hier mit bei ist, weil dann kann man auf jeden Fall die Skincare-Routine halt vervollständigen. Vielleicht kommt ja noch ein Serum oder so, ne? Weil dann haben wir eine Gesichtscreme, eine Augencreme, einen Toner. Das passt. In der Nummer 10 wird es jetzt sehr leicht weitergehen, aber sie ist schön groß. Finde ich ganz blöd. Das ist eine Probe von Butterdrop Whipped Oil Body Cream. 8 ml. Also das ist der Zonk. Ne? Nee. Vor allem, ey, die haben doch den Lippenstift schon aufgeteilt. Dann brauchen die doch keine Probe hier reinpacken. Jetzt mal ehrlich, das muss nicht sein. Die Nummer 11 ist jetzt das vorletzte Kläppchen und da haben wir eine große Tube drin. Das gehört natürlich auch vollkommen zur Skincare-Routine mit dazu. Total Cleanser, Remove It All Cleanser mit 45 ml. Also eine Gesichtsreinigung ist ja quasi der Start von deiner ganzen Skincare-Routine. Und deswegen finde ich das klasse. Also da muss ich sagen, das ist sinnvoll. Aber jetzt darf vielleicht in der Nummer 12, also das letzte Türchen, noch ein bisschen dekorative Kosmetik drin sein. Mein Bauch knurrt. Aber ja, mal gucken. Die Nummer 12 ist nicht die Halbzeit, sondern das Ende des Adventskalenders. Mutig. Killerbutt Hustler Baby 02, 2,2 Gramm von Fenty Beauty. Ich denke, das ist ein Highlighter. Weil, upsala, Killerbutt steht hier dafür. Interessant, ja. Also definitiv ist das ein Highlighter. Und ich hatte mal von Fenty einen, der war mir viel zu hell. Der war fast weiß. Und der hier könnte mir sogar fast zu dunkel sein. Aber ich swatche ihn jetzt einfach mal. Nein. Nein, Leute, der ist richtig fein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, doch ein bisschen zu dunkel könnte er mir schon sein, ne? Interessant, was die da für Farbgebungen ausgewählt haben. Aber gut, ja, so schaut es aus. Die Highlighter von Fenty Beauty sind ja eigentlich ganz schön. Jetzt wissen wir, was drin ist im Fenty Beauty Adventskalender für 140 Euro. Ganz ehrlich, für 140 Euro hätte ich mir besser die Fenty Beauty Produkte bei Sephora kaufen können, auf die ich stehe und die mich interessieren, weil, also, ich finde das mit dieser, also das fand ich schon, als es damals gelauncht wurde, super blöd, dass es separat verkauft wird. Das hätten die bei dem Preis in ein Kläppchen packen können. Die Probe wurmt mich total. Wohingegen ich das halt richtig cool finde, dass du eine Full-Size-Mascara, Full-Size Fenty Heat hier drin hast und auch den Eyeliner. Die Skin-Produkte sind weitestgehend in Luxusprobengrößen, Travel-Sizes, wie auch immer. Schön finde ich den Highlighter und den Blush, wobei da halt wirklich die Leute außen vor gelassen werden, die entweder, jetzt habe ich es abgemacht, noch heller sind als ich für den Highlighter oder noch dunkler als ich sind für den Blush. Vielleicht musst du einen Ticken dunkler sein als ich. So Light to Medium Skin Tone, dann ist es auf jeden Fall so dein Vibe von der Farbe her. Ansonsten wird es schwierig. Keine Ahnung. Wem würdet ihr so einen Adventskalender empfehlen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann wäre es das ja auch schon wieder gewesen von diesem sehr kurzen Video. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.